Hallo, ich begrüße euch zurück. Wie ihr seht, bin ich in Orgrimmar und habe jetzt mir meinen Mount geholt und allerlei Sachen gemacht. Noch ein bisschen geskillt und Erste Hilfe geskillt, alles, was man halt in Orgrimmar so machen kann, beziehungsweise was man hier dann beim Lehrer lernen kann, habe ich gemacht. Und außerdem habe ich es geschafft mit meinem Main genug Ruf bei der Gilde zu farmen, um mir diesen Hut und diesen Umhang kaufen zu können. Den Helm werde ich allerdings ausblenden, also der sieht so aus, aber ich mag Helme nicht. Ich sehe irgendwie lieber den Kopf statt den Helm, deswegen habe ich den Helm ausgeblendet und ja, genau. Und ich habe mir gedacht, melde ich mich nochmal für PvP an. Nein, das war falsch. PvP. Ich bin blöd und finde es nicht. Da bin ich. Gut, melde mich da an. Und ja, in der Zwischenzeit fahre ich mal zurück nach Unterstadt, weil da will ich ja weiter questen. Hier fahre ich nur immer irgendwie hin, weil hier kenne ich mich aus. Und hier hätte man ja das Goblin Mount geholt. In Unterstadt gibt es ja nichts. Genau. Hier bin ich falsch. So viel zum Thema, hier kenne ich mich aus. Ich will ja zu den Zeppelinen. Ja, aber ich denke, ich schalte euch da mal weg und schalte dann wieder ein, entweder wenn die PvP-Einladung kommt oder wenn ich in Unterstadt angekommen bin, weil jetzt müsst ihr ja nicht zugucken, wie ich hier mit dem Zeppelin hin und her fahre. Also bis dann. Gut, und da kam gerade die Einladung. Wieder mal Kriegshymnenschlucht, wo ich mich letztes Mal schon so toll geschlagen habe. Es ist schon offen. Bleib hier. Na gut, dann bleibe ich halt hier. Dann bleibe ich halt hier und sitze hier rum. Ich habe übrigens wieder mein Dino ausgepackt. Ohne Grund. Werde einfach ein bisschen durch. Yay, danke. Er lobt meinen Dino. hier passiert aber nichts. Warum muss ich denn hier bleiben? Ich verstecke mich jetzt hier hinter diesem Fenster. Und wartet, bis jemand kommt. Wie viel steht's denn? Na, wir sind natürlich mal wieder am Verlieren. Jetzt erzählt er mir Geschichten. Ich glaube gar nicht, dass sie die Flagge nochmal holen. Weil sie sind ja eh schon am Gewinn, wenn sie jetzt die 3 Minuten einfach noch warten. Dann gewinnen sie ja trotzdem. Aber ich krieg trotzdem Punkte. Ah, da ist jemand. Hilfe, 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 Hilfe. Haha. Ich bewache die Flagge. Lol, Kannibal. Kannibal. Was auch immer. Der Magier kann das viel besser, weil er dieses AI kann. Ich kann hier nur rumstehen. Naja, das Schlachtfeld ist eh in einer Minute rum. Also das war jetzt nicht so der spannende Teil. Kann man nichts machen. Man kann sich ja nicht aussuchen, wo man reinkommt, ne?
Der kommandiert gerne rum, glaube ich. Ist doch eh gleich vorbei. Yay! Immerhin 6 Ehrenpunkte bekommen. Na gut, das war ein kurzes PvP. Soll wohl nicht sein. Ja, währenddessen bin ich hier am Fliegen, dahin, wo ich hin will. Also die Quests gehen jetzt ja weiter im Hügelland. Das Silberwald haben wir jetzt abgeschlossen. Auch wenn ich oft geschimpft habe, hat es mir im Allgemeinen eigentlich schon gefallen, das Questgebiet. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Also war ja sehr storylastig, aber fand ich eigentlich ganz schön. Also haben sie jetzt ja allgemein eingebaut, habe ich das Gefühl, dass es storylastiger ist jetzt. Aber gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt schauen wir mal, was hier so los ist. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass ich schon viel zu hoch für die Gebiete bin, weil in Unterstadt wurde mir schon dieses Quest angeboten, dass ich ins Arati-Hochland gehen soll. Und das ist ja ein Gebiet nach dem, wo ich jetzt queste. Aber egal, ich will jetzt hier durchquesten. Wird schon passen. Verdammt, hier wollte ich gar nicht hin. Da muss ich nochmal zurückfahren. Doof, doof, doof. Ich wollte erstmal hier hinfahren. Na gut, dann fahre ich halt zurück. Hier hat sich auch irgendwie alles ein bisschen verändert. Tarens Mühle war irgendwie nicht so eingebunkert. Und hier waren auch keine Pferde. Sondern Bären und Krabbler. Dann fahren wir nochmal zurück. Das geht jetzt ja alles ein bisschen schneller. Dank Mount. Auto. Und dann schauen wir mal, was hier so auf mich zukommt. Ich denke mal, da ich ja vom Level zu hoch bin, wird es hier nicht allzu schwer werden. Ja, die Gegner sind Level 21, ich bin Level 24. Das ist eigentlich schon wieder zu wenig, aber egal. Ui, lauter Pferdchen. Hier ist auch ein Flugpunkt. Holen wir uns den schnell. Oh, lass mich in Ruhe. Dummer Walk. Aber eigentlich will ich ja hier hin. Wo ist jetzt hier der Flugpunkt? Hatte ich den etwa auch schon? Irgendwie checke ich das Ganze nicht. Mit den Flugpunkten. Dass man die jetzt alle schon hat. Früher musste man sie sich doch holen. Ich bin verwirrt. Lasst mich in Ruhe. Nein! Joben Bogen. Ah. Toll, jetzt bin ich noch abgemountet. Raketensprung! Ah. Falle! Na, jetzt haben sie mich schon in Ruhe gelassen. Stopp. So. Wieder rauf aufs Mount. Und weiter geht das. Und ich habe schon wieder vergessen, die Uhr anzumachen. Ja, ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu schlimm, dass das PvP nur so kurz war. Aber irgendwie habe ich keine Lust, mich jetzt nochmal für eins anzumelden. Es dauert dann wieder so lange. Und da quest ich lieber ein bisschen, da geht das Level noch schneller. Ah, und ich soll jemanden grüßen. Ich soll grüßen den Jonas Schäfer. Also grüße ich jetzt den Jonas Schäfer vom Niklas. So, hätte ich das damit gemacht.
Sehr schön. Gut, und jetzt sind wir auch schon angekommen. Hier haben wir einen Was Quest jetzt? abzugeben, sogar zwei. Tschüss. Ja, ich nehme auch deine Quests wieder an. Aber erst will ich das abgeben, was ich habe. Auf der Hut. So, gibt es hier sonst noch irgendwas für mich zu tun? Nicht. Oh, hier sind die Worgen gefangen. Okay. Pferdchen. Hallo, Pferdchen. Okay. Was muss ich machen? Hilfe! Ah, ich muss Quests geben. Ah, das finde ich cool. Hier, hast du ein Quest von mir. Weil ich ein toller Questgeber bin. Yay, das ist lustig. Haha, die sind dumm. Jetzt kommt ein Stufe 80er, der will auch ein Quest von mir. Hallo, ich habe ein Quest für dich. Vorwärts zum Sieg! Ich habe noch einen Quest zu vergeben. Wer will mein Quest? Aha, jemand, der sich das Blizzard Mount gekauft hat. Hast wohl zu viel Geld. Los, geh weg. Du. Blutelf. Ja. Wie? Ich habe dir doch mein Quest gegeben. Willst du es etwa nicht? Das ist lustig. Da verarschen die Blizzards ihre ich bin Kunden. Von den Verlassenen. Gut, hätten wir das geschafft. Kuckuhandschuhe. Ziehen wir gleich an die Kuckuhandschuhe. Und kriegen das nächste Quest. Meldet euch bei Hauptmann Katon um Azurschach im Vorgebirge des Hügellandes. Okay, mach ich. Aufs Mount. Ah, hier gibt's auch noch ein Quest. Was ist? Zwei gleich. 8 infizierte Bären getötet und 60 Krabbler-Eier. Okay, wo mache ich das? Hier rechts. Okay. Mache ich das doch mal. Ja, das ist eklig. Was hat sie da auf dem Rücken? Was rufe ich denn? Ich rufe wieder meinen Fuchs. Mein Fuchs hat jetzt einen Namen. Syrah heißt er. Oder sie. Sie ist ein Mädel. Habe ich bestimmt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Und sie macht gut Schaden. Du hast da was auf dem Rücken. Das sieht eklig aus. Ah, das kann ich mitnehmen. Also diese Eier. Wie, ich muss jetzt alle einzeln looten? Wollt ihr mich verarschen? Hm. Yippie, das geht schnell. Alle sterben sofort. So, jetzt wieder die Eier looten. Schneller, schneller, schneller! Gut. Eier looten, Eier looten. Da liegt ein toter Bär rum, da kann ich auch Eier looten. Aber das ist doch echt, um uns zu ärgern, oder? Dass man die alle einzeln looten muss.
Mit einem Schuss bist du tot. Level 19 sind die hier. Egal, ich will alles durchquesten. So, jetzt habe ich es ja auch schon fast. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Zumindest die Eier. Die Bären töten ist ja relativ schnell gemacht, wenn die immer mit einem Schuss tot sind. Das ist ja nicht so das Problem. Hä? Was greife ich da an? Achso, ich habe schon alle Eier. Jetzt brauche ich keine mehr einsammeln. Gut, dann brauche ich noch einen Bären. Plötzlich sind hier keine mehr. Da oben. Bam, bam. So, und wo gebe ich die Quests ab? Da, wo ich sie bekommen habe. Okidu. Rauf aufs Mount. Oder habe ich sie da nicht bekommen? Nein, da habe ich sie ja gar nicht bekommen. Puh. Sah so aus. Gut, dann gebe ich sie ihm hier ab. Ich bin ganz Ohr. Leb wohl. Einmal das hier und einmal die beiden anderen. Was jetzt? Da hast du deine ekligen Eier. Jetzt infektionsfrei. Das ist doch schön, aber ich brauche es leider nicht. Nimm's trotzdem mit zum Verkaufen. Ja, das Quest nehme ich an. Ich bin von den Verlassenen. Oh, ich habe eine Spinne bekommen. Das Quest nehme ich ab. Und ich bin Donnerfels gegenüber wohlwollend eingestellt. Schön. Nehme ich noch das an und das an. Seid auf der Hut. Und habe jetzt wieder allerhand zu tun. Menschen des Hügellands gefangen genommen. Mache ich doch erstmal das da. Muss ich da reinfahren? Was ist das? Muss ich das töten? Ich töte das mal und schau, was passiert. Oh, ich darf ihn wohl nicht töten. Okay, das muss ich benutzen. Das wird schwierig, weil die sterben ja immer sofort. Haha, hab ich dich. Hab ich dich, du Boba. Ja, das ist echt schwierig. Ich glaube, ich lasse mein Pet mal nicht mit angreifen. Warum machen die das? Komm, 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 komm. Yippie. Sehr schön. So geht das. Habe ich ja quasi zwei Pets. Das ist echt ein Nachteil. Das ist zum Beispiel ein Quest, was man nicht machen kann, wenn man schon Level 85 ist und sich denkt, ich möchte jetzt nochmal alle Quests machen. Weil irgendwie, selbst wenn man einfach nur draufhaut, stirbt das Viecher sofort. So, noch zwei Stück.
Kommt alle mit. Wo ging es jetzt raus? Hier lang. Oh, da ist ein Quest. Der hat ein Quest für mich. Bringt Kai Bun in Sicherheit. Okay, komm mit. Okay. Verstehe ich nicht. Ich werde es schon sehen. Geh einfach mit dem raus. Wird schon nichts passieren. Wenn ich noch weiß, wo raus ist. Ich hasse Höhlen. Warum hast du den rausgeholt? Bist du doof? Der holt die dann raus und dann wundert er sich, dass sie ihn angreifen. So, aber ich habe den Ausgang wieder gefunden. Wie schön. Stirb doch. Ah, ich kann mein Pet wieder auf Helfen setzen. Oder auf Spielen. Nein, auf Helfen. So. Kommt hier noch irgendwas? Wir weichen einfach den Dingern aus, dann kannst du sie auch nicht angreifen. So. Und wir sind da. Okay. Was benötigt ihr? Ich glaube, die mochten den gar nicht. Deswegen haben sie ihn da eingesperrt. Die sind fies. Sieg für Silvana. Yay, schon wieder Level up. Oh, das geht immer so fix. Und wer seid ihr? Menschenbefall. Ja, nehme ich doch das hier mit. Vertraut niemandem. Eine neue Hose. Für mich. Schön. Ja, und? Ich befürchte fast, die 20 Minuten sind schon wieder um. Deswegen mache ich hier einen Cut und nächstes Mal geht es dann weiter. Bis dann.